meistens ziemlich fad, weil die Predigt so lange dauert. Also bei uns in der Pfarre, da finde ich es gut, dass der Herr Pfarrer in der Messe immer Witze oder sowas macht und uns Kinder mit einschließt. Und die Religionslehrer von der Volksschule machen da meistens auch Tänze und sowas, das finde ich voll süß. Im Gottesdienst hätte ich es gern, wenn nicht immer so viel geredet wird, sondern eher was, wo man eher viel mitmachen kann und nicht immer nur da sitzen muss. Ja, singen und so. Da werde ich dann immer ganz müde und fange an zu gehen. Ich finde, dass wenn man in einer Pfarre überhaupt ist, dass man da eine ziemlich gute Gruppengemeinschaft braucht, dass alle gut Hand in Hand arbeiten und dass sie auch nicht nur die ganze Zeit etwas lernen, sondern dass auch Energie reingesteckt wird und dass halt auch Spiele dazwischen gespielt werden, während man halt übt. In einer Pfarre ist wichtig, dass sie halt immer so sein dürfen, wie sie sind, dass sie aufgenommen werden und halt, dass es keine Grenzen gibt. Na, Kinder brauchen Pfarre Freunde, Leute, die was zu ihnen stehen. Sie sollten zusammen sein, dass sie auch ministrieren üben. Weil wenn sie nicht üben, dann können sie ja nichts.